Grundlage für eine gute Präsentation ist die Vorbereitung. Je besser die Vorbereitung, je besser deine Präsentation. Plane deine Zeit gut ein und überleg dir, wann du was vorbereiten willst. Und verbringe dann deine Zeit nicht damit, auswendig zu lernen. Ideal wäre natürlich, wenn du dich für das Thema interessierst. Weil das aber nicht immer der Fall ist, musst du vor allem recherchieren, musst dein Thema reinlesen, musst ein Brainstorming machen und ein Mindmap zeichnen. Und erst nachher wird strukturiert. Was ist die zentrale Idee? Was soll das Publikum mitnehmen? Wer ist das Publikum überhaupt? Was haben sie für einen Wissensstand? Und ganz wichtig, was du immer merken musst, ist KISS. Keep it simple and smart. Nachher kannst du Schritt für Schritt deine Präsentation aufbauen. Am besten schreibst du auf Karteikärtchen Stichwörter und keine Sätze, damit du möglichst frei reden kannst. A4 Papier eignet sich weniger gut, weil durch das kleinste Zittern ganz gross wird. Dann kommt das Wichtigste. Üben, üben, üben. Vor anderen Leuten, allein laut für dich oder vor dem Spiegel, das bringt es am meisten. Am Tag vor der Präsentation solltest du unbedingt den Raum anschauen, den Beamer-Anschluss checken, prüfen, ob alles funktioniert und vor allem genug früh dort sein.